Bislang sahen die meisten erfolgreichen Musikspiele etwa so aus. Man singt bekannte Songs nach oder versucht sich als Tänzer. Doch man kann Musik auch ganz anders erleben. Ein bisschen leiser, verspielter. Der neueste Trend sind solche Musikspiele im Web. Da komponiert man indirekt Musik, entlockt dem Computer harmonische Töne auf spielerische Art und Weise. Jeder kann Musik machen, Sie werden es sehen. Von Komponieren sollte man nicht gleich sprechen, aber individuelle Musik bekommt garantiert jeder hin. Ich selbst bin das beste Beispiel. Ich beherrsche kein Instrument, ich kann auch keine Noten lesen oder sogar schreiben und trotzdem habe ich richtig gute Musik gemacht mit diesen Online-Musikspielen. Mit Spielen wie Isle of Tune, der Insel der Töne. Unter www.isleoftune.com kann man das Spiel starten, kostenlos starten. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Aufbaustrategiespiel wie zum Beispiel SimCity. Und auch hier muss man eine Stadt bauen. Man baut Häuser, man stellt Lampen und Parkbänke oder Bäume auf und baut auch Straßen. Und auf diese Straßen setzt man dann Autos und diese Autos machen indirekt Musik. Immer dann, wenn sie nämlich einen Gegenstand passieren, ertönt ein Soundeffekt, ein Geräusch, ein Musikton. Und in der Summe entsteht so dann Musik und die klingt richtig gut. Auf spielerische Art und Weise kann man so Musik erzeugen und das macht richtig Spaß. Hinter jedem Gegenstand verbirgt sich ein anderer Soundeffekt. Wie oft und welcher Ton gespielt wird, das lässt sich per Mausklick bestimmen und auch verändern. Es gibt einige vorgefertigte Versatzstücke, auf die man zurückgreifen kann. So entsteht dann Schritt für Schritt eine größere Karte und so auch ein komplexeres Musikstück. Schnell hat man den Bogen raus und bekommt auch anspruchsvollere Stücke hin. Selbst Beat It von Michael Jackson hat schon jemand nachgebaut. Das macht richtig Spaß und jeder kriegt gut klingende Musik hin, versprochen. Und natürlich kann man seine Musik auch speichern und dann per E-Mail verschicken, damit auch andere sich die Musik anhören und in dem Fall ja auch anschauen können. Richtig tolle Sache also. Und nicht das einzige Online-Musikspiel, das ich gefunden habe. Hier ist noch ein weiteres. Sequence heißt es. Hier wird ein ganz anderes Konzept verfolgt. Kann man gleich auf den ersten Blick sehen. Man startet mit einer Art Kaulquappe in der Petrischale. Musiktierchen im Klangbad, könnte man sagen. Man kann als Spieler die virtuellen Spielfiguren verändern und so bestimmen, welche Töne diese virtuellen Figuren machen. Und auch so entsteht Musik. Auf spielerische Art und Weise. Auch bei Sequence ist Freude am Experimentieren gefragt. Unter www.sequence.org geht's los. Durch Verändern der Farbe sowie Zahl und Art der Fühler kann der Spieler jederzeit die erzeugten Töne verändern. Je mehr Kaulquappen, umso komplexer wird die Musik. Ebenfalls sehr vielseitig und unterhaltsam. Und noch ein Musikspiel der etwas anderen Art. Es heißt Ball Droppings und ist unter www.balldroppings.com zu erreichen. Von der Bedienung her das simpelste Spiel. Man zieht mit der Maus Linien über den Bildschirm und nimmt so Einfluss auf die umherfliegenden Bälle. Das erzeugt Töne und am Ende eben auch fast sowas wie Musik. Verrückte Spiele, oder? Aber sie regen auf jeden Fall zum Ausprobieren an. Wo Sie die Spiele finden können, das erfahren Sie natürlich wie immer auf unserer Homepage unter der bekannten Adresse unter www.aktuellestunde.de. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.